Genau, ich wollte ein bisschen was darüber erzählen, wie wir bei uns im Studentenwohnheim hier in Karlsruhe das Netzwerk automatisiert haben, beziehungsweise Netzwerkautomatisierung komplett umgestellt haben. Erstmal stelle ich mich und das Studentenwohnheim vor. Dann erzähle ich was zu unserer Ausgangssituation mit der Software Pigeon Control, wie sie hieß, wie auch immer. Dann die Probleme, die diese Software mit sich gebracht hat. Dann unsere neue Software, die Flightplane heißt, den aktuellen Stand von dieser Migration und zu guter Letzt noch ein paar Lessons learned, dass ihr auch was zu mitnehmen habt, wenn es um Softwareprojekte oder Ähnliches geht. Das HMI, ich bin Adrian oder Promasu. Ich mache im HDiNet, also im HDiCo e.V., bin ich Administrator für netzwerknahe Dienste und Automatisierungsgeschichten, also Infrastructure as Code als Beispiel für das Management von unseren Servern. Mache sonst auch relativ viel ehrenamtliche IT. Vielleicht habt ihr vorhin das Q&A vom NOC gehört, wo ich auch dieses Jahr zum ersten Mal mitwirke. Mache sonst bei Piratenpartei noch IT und auch bei anderen Veranstaltungen. Im Real Life bin ich auszubildender Fachinformatiker und Netzwerkarchäologe mit, naja, so viel alten Krams, wie man halt so zu tun hat im Arbeitsalltag. Dann, was ist das HDiCo überhaupt? Das HDiCo ist das größte selbstverwaltete Studentenwohnheim in Deutschland, wenn nicht vielleicht sogar in Europa oder weltweit, man weiß es nicht. Wir haben 1102 Zimmer bzw. Bewohner, die teilen sich auf sechs Gebäude auf. Und die Abteilung im HDiNet, eben im HDiCo e.V., das ist der Verein, über den die Selbstverwaltung dort läuft, betreibt eben das Internet quasi als Internetdiensteanbieter. Wir zu unserer Infrastruktur gehören für diese sechs Gebäude 12 Switches. Wir haben aktuell 246 Access Points und nochmal 76 Access Points, die aber mehr oder minder unwartbar sind und naja. Eins von diesen Exemplaren sieht man da links. Seid beruhigt aus Brandschutzgründen, oder das wurde 2013 ist das Bild entstanden. Man hat diese Access Points und den PoE-Splitter in dieser Form aus Brandschutzgründen, weil das ist ein IKEA-Schneidebrett aus Plastik, so nicht in die Küchen bei uns im Wohnheim hängen dürfen. Stattdessen sind das Gipsplatten geworden. Und die brennen nicht, also, ne? Und auf der rechten Seite sieht man einen von unseren Verteilerräumen, beziehungsweise das ist jetzt vom Gebäude K4, der Switchschrank stand, und war das Freitag, Samstag, irgendwie sowas, wo wir den gerade frisch umgebaut haben. Genau, das Netzwerkmanagement Pigeon Control. Der Name ist ganz klar inspiriert vom RFC 1149. Kenner wissen, IP over Avian Carrier, weil liegt ja ganz nahe, wenn man so ein Studentenwohnheim sieht. Das hat ja ganz gewisse Ähnlichkeiten mit so einem Taubenschlag. Wobei so ganz abwegig ist dieser Vergleich eigentlich nicht. Zumindest diese Software so zu nennen, weil so ein Taubenschlag, der brennt relativ gut. Also ist eher so als B3 einzukategorisieren. Genau. So. Wieso sage ich das so? Naja, wieso sage ich das so? Genau, also wie schon gesagt, Namensherkunft RFC 1149. Die Entwicklungen haben, ich habe nachgeguckt bei uns in der Versionsverwaltung im April 2012, und die aktive Entwicklung dieser Software hat im September 2013 aufgehört. Seitdem sind 15 Commits ungefähr dazugekommen in das Repository, hauptsächlich Anpassungen von Netzbereichen, die wir von der Uni zugewiesen bekommen haben. Was macht die Software? Die provisioniert die Switches, die wir bei uns haben. Das sind HP ProCurve 5400ZL, also entweder 5406 bzw. 5412 via SNMP. Und genau. Mit Pigeon Control hat man die Verwaltung der Netze für die Bewohner. Also jeder Bewohner hat bei uns
genau eine, also hat eine Netzwerkdose im Zimmer, die aufgelegt ist auf einen Port auf dem Switch. Und die Software, dazu komme ich gleich noch, kümmert sich eben darum, dass der Port auf dem Switch zu diesem Zimmer entsprechend eingerichtet wird, je nach Vertragsstatus und so weiter und so fort. Wofür man sich damals entschieden hat, man hat gesagt, okay, jedes Zimmer bekommt seinen eigenen Port, sein eigenes VLAN und wir setzen dann auf diesem VLAN entsprechend die IP-Netzwerke, also das IPv4-Netz, IPv6-Netz und macht das Ganze dann aber stateless. Das heißt, die Software weiß eigentlich gar nicht, was sie tut, die macht halt das, was ihr gesagt wird. Was dann dazu kommt oder daraus folgt, wir haben, um überhaupt den Status unserer Infrastruktur zu sehen, hatten wir Aschenputtel, hieß die Software, als Looking Glass auf unsere Infrastruktur, wo man eben die Switches sehen konnte, was auf welchem Port konfiguriert ist. Und das wurde einmal nachts in so einem Cronjob, der so 2 Stunden läuft, ungefähr lief, aktualisiert. So eine Static Page, die ewig lang zum Laden braucht und wenn sie einmal geladen hat, dann auch tatsächlich sinnvoll verwendbar irgendwie die Infos über die Infrastruktur anzeigen. Mal zur Architektur von der Software. Also wir haben bei uns unsere Vertragsverwaltung, also unser AAA, MyHardiNet, was den State hält für das Netzwerk, also wie sieht der Netzwerkvertrag aus, IP-Adressbereiche und so weiter und so fort. Haben die Leute vielleicht einen Mail-Account bei uns? Haben sie sonstige Dienste wie Telefonie oder Druckerdienste? Und allgemein die Verträge, da fehlt ein R, Verträge allgemein, zum Beispiel Vereinsmitgliedschaft oder eben Netzwerkvertrag oder zugehörig dann eben naja, Telefon und so weiter. Prinzipiell, so als Mensch, der Support leistet bei uns, arbeitet man sowohl im MyHardiNet als auch im LDAP zwischen dem AAA, also zwischen MyHardiNet und dem LDAP bestehen eine entsprechende Synchronisation, beziehungsweise MyHardiNet schreibt teilweise, je nachdem, zu einem Vertrag oder ähnliches, dann Attribute ins LDAP, die wiederum von anderen Diensten abgerufen werden, zum Beispiel, genau, zum Beispiel dem Wiki oder so, wo dann je nachdem, zu welchen Benutzergruppen man zugehörig ist, man Zugriff auf bestimmte Wiki-Instanzen hat oder halt nicht. Und es gibt Synchronisationsskripte zu unseren netzwerknahen Diensten, dem DNS, dem DHCP, unserer Firewall, die einmal alle Minute im Fall vom DNS, beziehungsweise einmal alle Stunde im Fall von der Firewall, eben einmal über das LDAP iterieren und da die Informationen rausziehen und dann entsprechend das DNS, DHCP und die Firewall entsprechend einrichten. Wie werden jetzt die Switches konfiguriert? Ganz einfach, MyHardiNet geht hin, schreibt synchron oder macht eine synchrone Signalisierung über eine Message Queue zu Pigeon Control, der auf einem separaten NOC-Server mit entsprechendem Management-VLAN liegt. Und Pigeon Control geht hin und schreibt via SNMP auf die Switches. Ja, synchrone Signalisierung, das ist ein bisschen ungünstig, wenn MyHardiNet irgendwie 16 Threads hat, irgendwas bei Pigeon Control hängt sich auf und dann bei so einem normalen oder bei einem Support mit mehr Supportaufkommen ist dann irgendwie nach 10 Minuten Schluss und alles ist tot. Eben synchrone Signalisierung, wenn auf der Gegenseite nichts hört, beziehungsweise irgendwas länger dauert, dann wird gewartet auf ein Ergebnis und gewartet und gewartet. Und im Zweifel killt man dann die Message Queue, im Zweifel killt man dann Pigeon Control und eventuell wird dann auch das MyHardiNet neu gestartet, damit man überhaupt wieder arbeiten kann. Dann auch sehr, sehr schön, Race Conditions. Man hat das sehr klug gebaut. Man ist hingegangen für die IP-Netzwerke und hat, wenn man einen Netzwerkvertrag angelegt hat, bekommt eine Person ein IP-Netzwerk zugewiesen. Und dann jetzt kann es passieren, dass gleichzeitig im Support 2 Leute ihren Netzwerkvertrag bekommen und dann plötzlich 2 Leute den gleichen IP-Adressbereich. Ist ungünstig, macht Dinge kaputt und sorgt für sehr, sehr witzige Fehler und auch das zu fixen. Was auch sehr, sehr schön ist, die Implementierung von dieser Message Queue kann die Person ihr, danke,
Diese Implementierung von dieser Message Queue ist auch total großartig gewesen. Wir schreiben einfach Ergebnisse zurück in die Message Queue. Wenn ich nochmal eine Folie zurückgehe, die Kommunikation ist in eine Richtung. Wir schreiben aber trotzdem in die Message Queue Ergebnisse oder sowas ähnliches zurück, holt die aber nicht ab. Eine Message Queue hält den Krams in Memory, irgendwann ist der RAM voll, Message Queue sagt, nö, ich will nicht mehr und da geht auch nichts mehr. Danke für gar nichts. Genau. Und da geht auch nichts mehr. Ist ungünstig. Debugging ist auch total spaßig, wenn du einfach quasi nichts an Logs hast und Wartbarkeit, ganz viel undokumentierter Code, von dem man und ganz viel SNMP-Magie, von dem keiner irgendwie eine Ahnung hat, was das irgendwie tut. Ja, sieht man ja daran, dass 2013 quasi das letzte Mal daran entwickelt worden ist. Gut, kommen wir zu Flightplan. Der Name kommt aus Flight, Flug. Wir haben das Thema beibehalten und Controlplane. Wir haben irgendwann Mitte 2020 und mit wir meine ich Levi, der auch hier vorne sitzt, und ich haben uns Gedanken dazu gemacht, wie kriegen wir das Management sinnvoller hin. Außer dafür war die 54er von HP, die sind so langsam 10, 11 Jahre alt und sollten abgelöst werden, wurde sich entschieden für Aruba CX und die Switches wollen auch irgendwie ins Management rein. Und wenn man jetzt schon mal so eine große Umstellung macht, dann bietet es sich ja eigentlich an, das Management entsprechend umzuplanen. Gut, wir haben dann irgendwann im Dezember nach sehr, sehr ausführlicher Planung im Dezember 2020 dann angefangen zu implementieren und im Februar 2022, nein, das ist kein Schreibfehler, im Februar 2022 angefangen mit dem Rollout, zeitgleich zur Erneuerung der Switch-Infrastruktur im ersten Gebäude. Wir haben uns sehr, sehr viel Zeit gelassen damit, eben um Bugs auszumerzen bzw. die Software entsprechend testen zu können. Und das hat soweit auch ganz gut funktioniert, wobei natürlich jeder macht Fehler und auch die Software war am Anfang nicht perfekt, ist aber inzwischen in einem sehr, sehr guten Zustand. Wir haben beim Software-Design damals darauf geachtet, dass wir das möglichst allgemein halten, die Software. Also wir arbeiten über Interfaces, das heißt, wir sind prinzipiell herstellerunabhängig. Sprich, wenn irgendwie ein neuer Hersteller dazukommt, dann lässt sich das eigentlich relativ einfach eben bewerkstelligen. Man implementiert die Interfaces, die die Software zur Verfügung stellt und dann hat man letztlich die Möglichkeit, die Software auch für die neuen Switches irgendwie zu verwenden. Was wir auch gemacht haben, wir haben umgestellt vom Layer 3 Management auf Layer 2 Management, weil es ist aufgefallen, wenn wir Layer 3 Management haben, wir gucken, was ist auf dem VLAN von diesem Zimmer drauf, welche IP-Netze, ach, die sind falsch, wir löschen die runter, wir setzen die neu, wunderbar, funktioniert. Layer 2 Management, hallo Netzwerkinterface, du kriegst jetzt das VLAN, danke. Spart 4 Requests oder sowas. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das Ganze stateful. Das heißt, wir haben diesen kompletten Netzwerkstate von MyHardiNet, oder wir werden noch, komme ich später dazu, diesen kompletten Netzwerkstate und alles, was damit zu tun hat, komplett aus dem LDAP und MyHardiNet rausziehen und an Flightplan quasi übergeben fürs Management, dass da tatsächlich nur noch die ganzen Netzwerkthematiken drinstehen. Und wir haben da ein integriertes Looking Glass, wo man eben hingehen kann, okay, so ist der State, der in der Datenbank hinterlegt ist für die Switches, beziehungsweise, hey, Flightplan, zeig mir mal, wie das aktuell auf dem Switch aussieht. Zu der Zielarchitektur, wie schon ehrlich gesagt, da ist jetzt ein Benutzer dazugekommen, gleich dazu. Genau, State Database, E-Mail-Verträge lassen wir bei MyHardiNet. Und eine State Database fürs Netzwerk und die netzwerknahen Dienste ziehen wir rüber auf die NOC, also den Host, der sich um das Netzwerkmanagement kümmert, wo eben Flightplan drauf läuft. Machen jetzt eine asynchrone Signalisierung. Das heißt, MyHardiNet geht hin, sagt, jo, hier, mach mal, ich warte 5 Sekunden drauf, dass du mir irgendwas sagst. Oder es sind inzwischen mehr. Jedenfalls, ich warte kurz drauf, dass du was sagst. Wenn du mir nichts sagst, dann ist mir egal, ich
sag irgendeinem Admin Bescheid, dass der vielleicht mal nachgucken sollte. Und natürlich muss es da irgendwie eine Rückroute geben, weil in MyHardiNet werden zum Beispiel die IP-Adressbereiche angezeigt für die Benutzer. Deswegen Flightplane stellt eine REST-API zur Verfügung, wo man eben die entsprechende Einstellung zu einem Benutzer abrufen kann. Synchronisation zwischen MyHardiNet LDAP bleibt, zumindest für alle Themen, die eben nicht netzwerknah sind, und die Dienste greifen auch weiterhin auf das LDAP zu. Neu hinzugekommen sind die Benutzer auf der linken Seite, weil wir prinzipiell für viele Sachen, wo vorher einer bei uns, der Support macht, im LDAP arbeiten musste, ist eigentlich unschön, könnte man schöner hinkriegen, dass der Benutzer selber eben in MyHardiNet requesten kann: Hey, ich möchte gerne einen statischen DHCP-Eintrag haben oder ähnliches, was dazu kommt. Und das lässt sich dann im Zweifel auch sehr, sehr einfach dann implementieren. Neu sind auch die Admins, die kriegen Mail-Reports, wenn irgendwas schief läuft, wenn irgendwas nicht passt, einstellbar, genau. So. Provisionierung der netzwerknahen Dienste soll eben über Flightplane erfolgen, was man damit zum Teil loswerden kann, beziehungsweise das sind Sachen, die noch letztlich genauer zu planen sind, aber wir haben theoretisch die Möglichkeit, quasi instant und also die ganzen Sync-Skripte loszuwerden und instant diese Daten halt rüberzuziehen und dass man nicht mehr so lange warten muss, wenn sich irgendwas am DNS oder DHCP für den Benutzer ändern sollte. Und wir gehen per REST-API auf die Aruba CX-Switches. Was hat das jetzt für Vorteile, dass wir die Architektur so gewählt haben? Naja, wir haben zum einen haben wir eine zentrale Datenhaltung, die an genau dem Ort ist, wo die Daten eben gebraucht werden. Wir haben eine Generalisierung und wir haben eine Erweiterbarkeit, auch das Signalisierungssystem zwischen MyHardiNet und Flightplane ist auch entsprechend ausgelegt, dass man darüber auch Signale realisieren kann, wie: Hey, Benutzer hat für die IPv4-Adresse oder für die MAC-Adresse hätte er gerne mit dem Offset einen statischen DHCP-Eintrag. Mach mal. Und das ist im Endeffekt sehr, sehr einfach umsetzbar. Dann Wartbarkeit, auch Teil der Software, da haben wir auch drauf geachtet, ist eine entsprechende Dokumentation. Der komplette Code ist dokumentiert. Es wird eine HTML-Doku rausgerendert, die im Web-UI von Flightplane eben einsehbar ist, wo zum Teil auch Details zu den technischen Hintergründen zur Entscheidungsfindung auch hinterlegt sind. Das sind auch Infos, die einfach uns gefehlt haben beim Nachvollziehen von eben genau, was man sich da vorher bei gedacht hat, wo teilweise dann mit Admins, die seit Jahren nicht mehr im Wohnheim eben wohnen, mit denen mal gequatscht haben: Hey, wisst ihr da irgendwas zu? Wieso wurde das so gemacht? Was ist da der Hintergrund zu gewesen? Und was auch dazu kommt: Performance, eben wie schon angesprochen, naja, statt 5 Requests um den Netz zu setzen, nur noch einen, hat letztlich dafür gesorgt, dass, obwohl wir in der Zwischenzeit noch ein Haus dazu bekommen haben, wir von der Provisionierungszeit für die Switches, also einmal nächtlich über alle Switches drüber gehen und die entsprechenden VLANs und so weiter und so fort setzen, sind wir von 30 bis 40 Minuten auf ungefähr 10 Minuten runter. Und das, obwohl bisher 2 von den Switches von diesen 12, von diesen ursprünglich 11 HP-Switches erst ausgetauscht sind. Genau. Und wie auch schon gesagt, Herstellerunabhängigkeit, eben durch das Adapter, genau, eben durch die Interfaces ist es halt möglich, einfach zu implementieren. Ihr neuer Switch-Hersteller, da ich implementiere Interfaces, habe einen neuen Switch, den ich managen kann mit der Software. Der aktuelle Stand sieht in etwa so aus. Der Großteil der Dienste ist weiterhin auf der linken Seite. Wir schreiben immer noch Daten ins LDAP dazu. Der Support arbeitet weiterhin bei MyHardiNet und im LDAP. Das Einzige, was eben rübergewandert ist, ist letztlich der State eben fürs Netzwerk, wo Flightplane eben führend ist und MyHardiNet sich nächtlich die Netze abholt aus Flightplane zu den einzelnen Benutzern und die dann ins LDAP reinschreibt, damit die anderen netzwerknahen Dienste noch funktionieren. Und wir unterstützen weiterhin per SNMP unsere HP-Switches. Genau. Eben, wie gerade zusammengefasst, wir haben zum Teil eine doppelte Datenhaltung in der Flightplane-Datenbank und im LDAP, wobei Flightplane ist an der Stelle führend.
Wir provisionieren die Switches schon via Flightplane, aber die Umstellung vom DN, vom, genau. Die Umstellung vom DHCP ist aktuell in Arbeit, auch mit dann direkt aktueller Distribution und ein Wechsel von der DHCP-Software. Fürs DNS ist noch offen, Firewall ist auch offen. Muss halt irgendjemand die Zeit finden, das zu implementieren, und wir sind alles Ehrenamtler dementsprechend. Gut. Ein paar Lessons learned, was uns so aufgefallen ist, eben bei der, was uns so aufgefallen ist bei der Implementierung. Es ist total geil, wenn du eine Config-Datei aufmachst und diese Config-Datei so 1070 Zeilen hat. Der größte Teil dieser Datei ist ein Tupel, wo definiert ist, welches Zimmer auf welchem Switch hängt und welche VLAN-ID bekommt. Kann man machen? Ja. Genau. Know your technology. Diese Probleme, die wir hatten mit zum Beispiel Message Queue, dass der RAM irgendwann voll war, weil man hat wahllos einfach Daten reingeworfen und ja, okay, dann ist irgendwann der RAM voll, ist dann doof. Prinzipiell ist es voll cool, wenn man irgendwie mit, wenn sich überlegt, okay, ich spiele jetzt mit einer Technologie rum oder sowas, oder ich nutze so ein Projekt, um was Neues zu lernen. Und das Geschichte, auch wir beide haben eben bei diesem Projekt Sachen oder haben Software verwendet, die wir vorher nicht kannten, beziehungsweise Bibliotheken verwendet, die wir vorher nicht kannten, haben uns dann aber entsprechend eingehend damit beschäftigt, uns vertraut damit gemacht und auch uns Rat gesucht bei Leuten, die die Software zum Beispiel schon länger eingesetzt haben. So vermeidet man dann eben Fehler, die wir tatsächlich auch hatten. So vermeidet man eben so Basic-Anfängerfehler und sorgt eben dafür, dass man nicht so schnell auf die Schnauze fliegt. Logging ist key. Man kann eigentlich nicht genug Logging haben. Eigentlich. Irgendwann wird es natürlich unübersichtlich, aber wenn man prinzipiell bei der Fehlersuche ist es absolut hilfreich, wenn man sagt, okay, irgendwas ist komisch, ich stelle das Log-Level von der Software hoch, kriege dann tatsächlich jeden einzelnen Schritt mit, den die Software macht, eventuell sogar mit Timings, oh, das dauert lange, wieso dauert das so lange, ach, ja, okay, da ist irgendwie, wird Mist gebaut, dann kann man das fixen und das Problem ist dann relativ schnell aus der Welt. Fehler machen ist menschlich. Jeder macht Fehler und auch bei einer Planung von der Software oder Ähnlichem macht man sehr, sehr gerne Fehler. Keine Software ist bugfrei. Sich damit zu arrangieren, dass man eben Fehler macht und dann auch bereit ist, diese Fehler zu fixen, ist sehr, sehr wichtig. Und es eben nicht dabei zu belassen, da verhält sich die Software aber komisch. Hä, irgendwie dauern die HTTP-Requests total lange zwischendurch mal. Oh, ja, okay. Lag dann daran, kein Timeout definiert und irgendwann hat dann halt das Skript blockiert und hat dann halt gewartet, dass irgendwas passiert, ist aber nichts passiert. Ist ungünstig. Datenredundanz reduzieren. Daten prinzipiell in einem Ort halten und schauen, dass man irgendwie, und dazu eignen sich relationale Datenbanken zum Beispiel sehr, sehr gut, weil das ist eines der Grundkonzepte davon. Wir halten Daten an einem Ort, referenzieren irgendwie aufeinander, stellen Beziehungen her und sind darüber eben in der Lage, ja, zu sagen, okay, hier, ich verweise da drauf und habe ich einmal die IP-Adressen zum Beispiel oder einmal den Benutzer und sage, okay, die Einträge fürs DNS, die DHCP-Einträge oder Ähnliches sind dazugehörig und dann war es das, man speichert die Daten nur einmal. Insbesondere, wenn man dann meint, okay, wir gehen hin, haben eine Software, die uns anzeigt, was auf unseren Switches konfiguriert ist. Ja, ist okay, aber wenn die dann irgendwann mal nicht gelaufen ist, was auch schon mal vorgekommen ist, beziehungsweise wo teilweise bei größeren Debugging-Aktionen man vorher dann hingegangen ist, gesagt, okay, ich generiere jetzt gerade die statische Seite mit von Aschenputtel nochmal neu, damit ich wirklich sicher bin, dass ich weiß, was überall konfiguriert ist, wenn ich nicht gerade Lust habe, irgendwie Config-Dateien zu lesen. Und document your code. Ich weiß, wir hassen alle Dokumentationen, wenn wir unsere Software schreiben, aber nur mit Dokumentation weiß man auch im Nachhinein, was man irgendwie getan hat, beziehungsweise was dieses eine bisschen Code tut, weil es könnte irgendwann total unwichtig aussehen, war es aber im Zweifel nicht. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, weil ich habe ja gesagt, okay, es ist prinzipiell ja sehr, sehr einfach, irgendwie das zu generalisieren, beziehungsweise neue Hersteller anzubinden.
Ja, mir Spaß gemacht, habe mich gestern Abend mal hingesetzt, habe die Software installiert und habe gesagt, okay, wir haben hier auf der GPN, haben wir Switches von Arista. Arista ist nur per SNMP ansprechbar. Gut, gehst du halt hin. Wir haben schon SNMP, also die, wir haben ja schon einen SNMP-Client, letztlich mit den HP-Switches. Nimmst du den, passt den anderen die Besonderheiten, die Arista-Switches haben, und zumindest um das hier anzuzeigen, zu sagen, okay, hier, ich sollte nicht vom Mikrofon weggehen, zu sagen, okay, wir haben hier jetzt gerade die 48 Ports, die eben User-Facing sind, da sind die Uplink-Ports zum Beispiel nicht drin, weil ich mich nicht näher genug oder nicht die Zeit hatte, mich näher genug zu beschäftigen, wo genau im SNMP-Tree diese Ports auftauchen. Aber so funktioniert das prinzipiell super easy. Ich kriege, okay, ich habe die Portnummern, ich weiß die Beschreibung von den Ports, ich weiß, welches VLAN da drauf liegt, das ist in dem Fall das 103 für unsere Wired, für unsere Wired-Clients. Und ich kann mir sogar live anzeigen lassen, ob dieser Port up ist, also das angesteckt ist oder nicht, welche Geschwindigkeit ausgehandelt worden ist und genau. Und in dem Fall sieht man zum Beispiel, das sieht man oben rechts, Refresh Time von 4 Sekunden. Innerhalb von 4 Sekunden habe ich halt live die Daten irgendwie vom Switch abgerufen per SNMP. Um noch ein paar Worte zum Schluss zu sagen. Die Software prinzipiell, falls irgendwie, ich wurde auch schon danach gefragt, die ist closed source, die ist nicht öffentlich. Auch wenn manche Leute sich das gerne wünschen würden, dass wir die öffentlich machen. Ich weiß, vielleicht kommt das irgendwann in der Zukunft irgendwann mal, dass diese Software veröffentlicht wird. Aktuell ist sie eher nicht so in einem Zustand, dass man sie so verwenden kann, weil sie ist doch dann, die ist dann doch sehr wohnheimsbezogen und auf unsere Prozesse angepasst. Genau. Implementierung, auch wenn ich die Software gerade hier vorgestellt habe, ich habe fast keine Zeile Code geschrieben. So, habe nicht wirklich viel code-technisch dran gearbeitet, sondern ein Großteil ist halt von Levi gewesen. Und The Copster, der leider nicht hier ist, aber der hat aufgrund von einer Diskussion über die Software eigentlich so die Idee gegeben dafür, einen Talk halt jetzt heute hier zu halten. Das ging schneller als gedacht. Sind irgendwelche Fragen aus dem Publikum zu irgendeinem Thema? Womit habt ihr die Software geschrieben? Prinzipiell arbeiten, oder wir arbeiten im Hardinet bei uns größtenteils mit Python, und das ist auch genau da der Fall. Also wir benutzen Python als eine Programmiersprache für die Software selber, und das WebUI ist mit Flask geschrieben, im Gegensatz zu eben aller anderen Software, die mit Django arbeitet bei uns. Aber genau. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, die ich eben meinte, mit neue Technologie für uns, auch mal ein bisschen spielen, wo wir auch am Anfang diverse Fehler mitgemacht haben, das Ding irgendwie nicht sinnvoll getan haben, aber inzwischen tut das Zeug sauber. Was genau macht ihr alles nachts, wo du erzählt hattest, dass der Job, der da so läuft, so lange dauert? Der Job existiert inzwischen nicht mehr. Das war eben das Looking Glass, also Aschenputtel, das der Vorgänger von dem da quasi, der eben nachts einmal über alle Switches drüber gegangen ist, sich die VLANs geholt hat, die auf den Switches konfiguriert sind, sich die ganzen Ports geholt hat, die Beschreibung dazu, welche VLANs wie getaggt sind, ob da irgendwelche IP-Adressen konfiguriert sind. Und das hat dann halt immer sehr, sehr lange gedauert, oder es dauert halt sehr, sehr lange, liegt in der Natur der Sache, wenn irgendwie per SNMP, was ja sehr langsam ist, prinzipiell genau, super viele Daten eben abrufst von den Switches. Aber klar, also unsere Crons, die wir generell haben, auch für beispielsweise Signalisierung, wenn jemand zum 31.03. zum Beispiel kündigt, das heißt ab dem 1.04. kein Internet hat, also eben Vertragsübergänge und Ähnliches, das wird auch nachts dann synchronisiert, kurz nach Mitternacht geht dann halt bei uns mein Hardinet eben hin und gleicht dann beispielsweise die Dienste und Verträge eben im LDAP ab, dass, oh, jemand hat seinen Druckervertrag gekündigt, okay, dann nehme ich ihm das Flag im LDAP weg, Netzwerkvertrag gekündigt, Flag im LDAP weg und so weiter und so fort.
das wird halt auch, ist auch auf nachts verlagert, weil ist sehr zeitnah an dem tatsächlichen Vertragsende dann dran. Oder Vertragsbeginn. Erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wie zuverlässig läuft die Software? kurzer Disclaimer an der Stelle. Der da macht sehr, sehr viel von unserem Support. Der ist auch bei uns im Team drin. Und der meint gerade trollen zu müssen. Sie lief schon mal unzuverlässiger. Insbesondere halt zu Anfang. Nee, an sich, die Software läuft relativ zuverlässig. Hat ab und an mal ein paar Hänger oder sowas. Das ist aber auch so mehr oder minder so nach und nach findet man da auch die Bugs und kriegt die gefixt. Und genau. So, kleine Frage, hattet ihr jetzt einfach Bock darauf, die zwei Pfeilchen, da das SNMP und das REST zu den Switches, hattet ihr einfach Bock drauf, das in Python jetzt zu implementieren? Oder habt ihr da zum Beispiel, ihr habt da 2020 damit angefangen, da ist immer so die Frage, warum zum Beispiel jetzt nicht Ansible, wo man das URI-Modul hat und ein SMPT-Modul und tatsächlich auch noch, oder Rollen für die entsprechende Zielplattform, also warum die Entscheidung für Python jetzt sozusagen? Wir haben prinzipiell machen wir sehr, sehr viel eben von Systemen automatisiert. Klar, man könnte auch mit Ansible hingehen und entsprechend die ganzen Sachen quasi autark laufen lassen. Klar, könnte man tun. Wir haben uns aber auch gesagt, dass wir relativ viel Kontrolle irgendwie über den ganzen Prozess haben wollen. Eben diese Erweiterbarkeit und wir haben eben ja auch irgendwo den Aspekt, dass wir zum Teil eben bei Vertragsschluss auf, ich hätte gern ab jetzt Internet irgendwie was gemacht werden muss, was eben anders ist als das, was zum Beispiel nachts passiert und so. Und da war eben die Entscheidung dann, oder haben wir eben die Entscheidung getroffen, dass wir sagen, okay, wir bleiben dabei, dass wir einen separaten Dienst haben, der sich um diese ganzen Themen kümmert und auch zum Beispiel dann nacharbeiten kann, wenn beispielsweise Flightplan in dem Fall jetzt zum Beispiel aus ist. Die Sachen werden in der Message Queue ja gespeichert und sobald Flightplan dann wieder startet, werden die Sachen dann noch nachgeholt und so. Eine Frage zu den VLANs. Benutzt ihr die, um die Benutzer voneinander zu isolieren, dass halt keiner IPs vom anderen benutzt oder ähnliches? Oder für welchen Zweck sind die? Wir haben im CGNAT-IP-Bereich haben wir von der Uni einen Netzbereich gekriegt und jeder Benutzer kriegt von uns einen schräger 27-Block an eben V4-Adressen. Und die sind eben hängen entsprechend auf den VLANs. Also die einzelnen Zimmer sind Layer 2 isoliert, wobei das Netz geroutet ist. Von außerhalb, also von hinter quasi unserem Gateway-Server, kommt man zum Beispiel nicht rein bei uns, außer der Benutzer hat explizit eine Firewall-Freischaltung bei uns angefragt. Intern übers Routing kommt man im Zweifel an die anderen Zimmer dran, das ist auch so gewollt. Das ist prinzipiell einfach zur logischen Trennung auch beispielsweise von Broadcast-Domain oder Ähnlichem, dass wenn du dein Spotify bei dir in deinem Zimmer hast auf irgendeinem Client, dass du dann nicht von drei Häuser weiter irgendwie gesehen wirst beziehungsweise Musik steuern kannst und so weiter und so fort. Weil das sind auch Geschichten, auch Sachen, die eben die Geschichte gezeigt hat mit, naja, du hast dann irgendwie ein Layer 2, also quasi ein VLAN, wo dann alles nur logisch getrennt ist nach Benutzer richten sich ihre IP-Adressen an oder Ähnliches. Wenn dann irgendwie Windows oder Mac mit ihren Update-Prozessen kommen, die dann teilweise irgendwie ins Netz zurückstrahlen oder auch sehr beliebt irgendwelche Fritzboxen, die Dinge tun, ins Netz zurückstrahlen, dann hast du sehr, sehr schnell komplett die komplette Netzwerkbandbreite, die von Broadcasts ausgelastet ist. Und das ist dann halt eher ungünstig, nennen wir es mal so. Du
hast ja jetzt sehr stark hier auf die Ethernet-Ports von den Switchen gezeigt. Hattest aber am Anfang auch von WLAN-Access-Points gesprochen. Inwiefern sind denn da auch die WLAN-Access-Points noch integriert? Tatsächlich in der in dem Part in der Software sind die tatsächlich gar nicht integriert, abgesehen davon, dass du siehst, wo abgesehen davon, dass du eben siehst, auf welchem Port irgendwie ein Access Point hängt. Ist ja, sieht man es? Sieht man nicht? Sieht man nicht. Genau. Was aber ein Punkt ist, wir machen damit ja nicht nur die nächtliche Synchronisation von den Switches, sondern auch das initiale Staging, wo wir eben dann festlegen für jeden Switch, okay, die und die Ports sind den Zimmern zugehörig, die und die Ports nehmen wir für WLAN und nehmen wir für WLAN und so weiter und so fort. Das WLAN am Anfang habe ich primär nur deswegen angeführt, dass man so grob einen Überblick bekommt mit welchen Zahlen an Geräten wir arbeiten. Das heißt, das Ethernet ist nicht mit dem WLAN verbunden? Naja, also die Access Points hängen halt schon auf den Switches mit drauf, klar. Aber, achso, du meinst WLAN to VLAN. Ja, WLAN to VLAN existiert bei uns nicht. Also der Benutzer ist nicht übers WLAN bei sich in seinem VLAN drin, hat diverse Hintergründe und ist des Ursprungs von Entscheidungen, die vor quasi unserer aktiven Administrationszeit getätigt worden sind oder getroffen worden sind, dementsprechend. Das ist nicht implementiert und das wird auch in der näheren Zukunft nicht implementiert werden können, rein technisch. Ich möchte nur ein bisschen protestieren, und zwar, wenn SNMP langsam ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass Bulk-Requests und Asynchronität nicht richtig genutzt wurden. Also in dem alten Design war das, glaube ich, so, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das kann sehr gut sein, dass Sachen nicht richtig implementiert worden sind. Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht sauber nachvollziehen. Dafür müsste ich mich zu sehr mit dieser Software beschäftigen und da habe ich jetzt inzwischen auch keinen Grund mehr zu. Ich weiß halt, die war langsam. Wie viele Freiheiten haben eigentlich die Nutzerinnen oder Nutzer, wenn sie sowas haben wollen, wie zum Beispiel Port Forwarding oder doch mit anderen Leuten sprechen wollen im Netzwerk? Also intern bei uns, das hat ja primär eigentlich nichts mehr mit meinem Talk zu tun, aber auch in die Richtung, wenn irgendwie Leute interessiert sind an Studentenwohnheimen oder Wohnheimsnetzen, wie wir Sachen machen, auch gerne fragen, auch wenn das mit dem Thema jetzt nichts zu tun hat. Prinzipiell, wenn nicht irgendwie irgendwas sehr hart fishy aussieht oder jemand irgendeinen Domainnamen haben will, der offensichtlich irreführend ist oder ähnliches, dann sind wir da doch sehr frei, was die Umsetzung von solchen Wünschen angeht. Kurze Frage, wie genau macht ihr denn Access Control? Geht es dann auch über die VLANs? Also meine Frage ist eigentlich die, wenn sich jemand anschließt, müsst ihr ja letztendlich eine 1:1 Zuordnung machen können, wenn denn mal wirklich was passieren sollte, was in gewisser Weise illegal ist oder so zum Beispiel, damit ihr da eben auch entsprechend dann das einem Nutzer zuordnen könnt. Wie geht ihr das Thema an? Wir haben eben, ich kann ja mal das Bild hier drüben aufmachen und ein bisschen größer machen. Man sieht es nicht wirklich, aber doch, sieht man. Ein bisschen verschwommen, da steht zum Beispiel I411 drauf. Da steht zum Beispiel I411 drauf. Jeder Switchport ist einem Benutzer zugewiesen, weil, wir haben unsere Patch-Panels, da unten. Patch-Panel, ein Kabel geht hoch ins Zimmer und die sind entsprechend aufgelegt. Und das weiß eben, oder das Netz ist, bis zum Switch ist das Netz komplett statisch und wir wissen eben, welche Person wo drauf hängt. Was Access Control zum Beispiel in Küchen angeht, weil wir auch den Leuten die Möglichkeit geben wollen, in ihren Küchen zum Beispiel sich ans LAN anzuschließen für einen Fernseher, für eine Konsole oder ähnliches. Gibt es aktuell einen Freigabeprozess über per Mail, also per Ticket bei uns, wo dann eben entsprechend vermerkt wird in der Konfiguration vom
Küchenrouter, der da, also in jeder Küche hängt aktuell einer von dem unwartbaren Plastikschrott. Genau, da wird halt eben im Config-Management davon eben hinterlegt, welche MAC-Adresse welchem Ticket zugehörig ist, dass man darüber im Zweifel was rausfinden könnte. Weil prinzipiell, wir haben halt auch die Vorgabe, dass wir eigentlich jeden Traffic, der bei uns durchs Netz geht, irgendeinem Benutzer zuordnen können müssen. Und das wird eben genau darüber dann realisiert. Gibt es noch Fragen? Sind euch die Switche schon mal ausgefallen? Sprich, habt ihr die ganze Verkabelung nochmal ändern müssen, anpassen müssen? Auswechseln oder so? Oder laufen die wunderbar 24x7 durch? Die Switches? Ja. Die Switches, die laufen 1A. Das sind, also die Switches laufen 1A. Was wir ab und an mit den alten Switches eben auch aufgrund des Alters machen mussten, sind ein Austausch von den Modulen. Also die Switches vorher, das waren bandmodulare Switches, das waren Chassis, wo eben 6 bzw. 12, da auch der Name, Module reinkommen. Und da ist zum Teil eben das PoE oder also das Power of Ethernet dann ausgefallen und die mussten wir dann zum Hersteller schicken und dann haben wir am nächsten Tag oder 2 Tage später dann ein neues Modul bekommen. Beziehungsweise, andersrum, wir kriegen erst das neue Modul, schicken dann das alte Modul weg. Aber genau, also das passiert manchmal, aber mit den neuen Switches keine Probleme und auch die Geräte sind ja prinzipiell darauf ausgelegt, dass sie 24x7 laufen. Die Räume sind eigentlich gut klimatisiert, größtenteils. Und deswegen kommt es da auch eigentlich zu keinem Problem. Ja, danke für den Vortrag. Also ich habe selber sowas bei uns im Wohnheim vor 20 Jahren mal gemacht, auch mit SNMP und anderen Sachen. Mich würde interessieren, gibt es hier so Fragestellungen wie Accounting, Traffic Shaping, wenn einzelne NutzerInnen da das Ganze übertreiben und da riesige Datenmengen ziehen oder schieben, gibt es Quality of Service, gibt es zum Beispiel Voice over IP, Telefonie? Das wurde größtenteils abgeschafft, noch bevor wir angefangen haben. Also es gab früher mal nutzerbasiert eine Quotierung von eben vom Internet-Traffic mit einer automatisierten Mail eben an die Netzwerk-Admins und den Benutzern mit, hey, du hast gerade in den letzten 2 Stunden irgendwie 400 GB an Daten ins Internet rausgepustet. Sag mal, ist das mit Absicht oder ist da irgendwas schiefgelaufen? Hast du dir irgendwie einen Malware oder Ähnliches eingefangen? Beziehungsweise dann sind, wenn das häufiger vorgekommen sind, mussten die Leute sich eben, und wurde ihnen das Internet abgedreht und die Leute mussten sich erklären, wieso das jetzt so der Fall ist. Wir haben dafür nicht wirklich einen Nutzen. Wir haben nach außen ins Internet eine Anbindung mit 2 Gigabit symmetrisch und obwohl wir 1100 Menschen sind, wir kommen in Peakstunden so abends, so gegen 22, 23 Uhr, kommen wir da ab und an mal ran. Aber da ist super viel Luft nach oben noch, deswegen werden die Sachen nicht gebraucht. Genau, und auch bezüglich Telefonie, auch bezüglich zum Beispiel Frage nach Quality of Service Telefonie, brauchen wir nicht, weil es funktioniert auch ohne. So. Also eigentlich 2 kleine Einwürfe, keine Fragen, um genau zu sein. Aber zu der einen Frage, dass die Switches 24/7 laufen, ja, die sind dafür ausgelegt. Ich kann auch ein sehr gutes Beispiel dazu geben. Wir hatten einen von diesen alten Brocurve-Switchen, der war, glaube ich, 12 Jahre alt, da war Schnee draufgelegen, der war bei 45 Grad im Sommer ist der gelaufen, außerhalb von seinen Specs. Also der hat es ausgehalten. Ja. Und die andere Anmerkung, was ich ein bisschen verwunderlich finde, dass ihr mit so vielen Bewohnern nur so wenig Traffic macht, weil ich bin im gleichen Boot letztendlich in Furtwang beim GRB und da machen wir mit weitaus weniger Bewohnern auch schon an die 2 Gigabit problemlos voll. Ja. Oh.
Ich weiß nicht, was eure Benutzer anders machen als unsere, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bei uns, das sind halt bei uns die Daten, die das Monitoring so ausspuckt. Ich weiß, also wahrscheinlich habt ihr ähnliche Kurven wie wir. Also bei uns, ne, so gegen 19, 20 Uhr wird spaßhalber immer Porn Hour genannt, steigt so gegen 18, 19 Uhr dann der Traffic dann eben steil an und ist dann bis 24 Uhr, 1 Uhr oder so relativ hoch und fällt dann rapide ab und ist dann auf so einem Grundrauschen von irgendwie 200, 300 Megabit und dann, ja, so. Aber tatsächlich ist da noch sehr, sehr gut Luft nach oben. So, hallo. Kann ich schon? Ich glaube schon. Okay, wenn ihr so Projekte angeht oder Infrastruktur, berücksichtigt ihr Komplexität dabei, sodass Leute, also spätere Admins, die nach euch einziehen, das noch nachvollziehen können? Weil ich wohne jetzt auch in einem von den Wohnheimen hier in Karlsruhe von den vier Selbstverwaltern, macht da das Netzwerk. Mhm. Und wir haben das Problem, dass wir niemals übertreiben sollten, weil die Nächsten, die dann einziehen, wenn ich dann zum Beispiel weg bin, das Problem haben, sich da einzulesen. Habt ihr da außer gute Dokumentation irgendwelche Grundsätze, Ideen? Also ich kenn das Problem. Die komplette Riege hier vorne lacht. Also es ist halt ja so ein Punkt, was du ja prinzipiell bei Ehrenamtsarbeit hast. Jeder macht eigentlich nur das, worauf er Spaß hat, worauf er Lust hat, woran er Spaß hat, außer du hast irgendwie einen von wenigen Menschen, der sagt, okay, mir alles scheißegal, ich mache das halt, weil es gemacht werden muss. Ich lese mich da auch ein, habe sehr, sehr viel viel Zeit, beziehungsweise ich habe eigentlich keine Lust auf Studium. Gibt es, die dann entsprechend sich auch tief in so Geschichten einlernen können. Das Ziel ist natürlich irgendwo eine wartbare Infrastruktur zu haben, auch zu Neupersonen, die eben neu ins Team kommen, irgendwie eine Übergabe stattfinden zu lassen. Das sind halt Themen, die aus verschiedensten Gründen in den letzten paar Iterationen in diesen Teams, also klar, das rotiert laufend durch, aber es gibt mehr oder minder absteckbare Generationen irgendwo, weil du hast immer die 2, 3, 4 Leute, die irgendwie vorne, die irgendwie rausstechen, weil die halt sehr, sehr viel Zeit investieren oder sehr, sehr große Änderungen gemacht haben, die auch größtenteils eigentlich alle sinnvoll sind, die so zu machen, auch aus deren Sicht sinnvoll sind. Beispielsweise, du hast plötzlich quasi kein Team mehr um dich rum, was aktiv sich um Server kümmern kann. Okay, dann gehen wir halt hin und implementieren Puppet als Management für unsere Server und probieren, dass unsere komplette Infrastruktur quasi aus dem Git-Repository kommt. Also Infrastructure as Code. Die Einführung deswegen war mehr oder minder, weil, naja, war halt kein Admin da. So. Und so Geschichten eben sinnvoll dokumentiert und in sinnvoll definierter State sind natürlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, wenn du auch eine Übergabe machen willst, weil im Zweifel, du lernst halt ein Tooling und kannst im Zweifel genau lesen, was auf welchem System gerade läuft, ohne auch diese Software kennen zu müssen. Aber trotzdem, Einstieg in so Themen sind halt schwer und wenn irgendjemand ein Geheimrezept, ein Patent hat dafür, wie man sinnvoll irgendwie Leute in ein IT-Team reinbekommt, auch wenn die Person zum Beispiel keine Erfahrung haben oder was auch sehr häufig irgendwie der Fall ist, ich habe Angst, was falsch zu machen, ich habe Angst, was kaputt zu machen. Wenn da irgendjemand was weiß, gerne Bescheid sagen. Ich glaube, das ist ein Problem, mit dem wir alle irgendwie zu tun haben, wenn wir irgendwie ehrenamtlich an irgendwelchen Themen arbeiten. Mich würde noch interessieren, ob IPv6 für euch in irgendeiner Weise relevant war. Das ist keine Scherzfrage, ganz ehrlich gemeint. 80% unseres Traffics sind IPv6. Boom. Nee, also tatsächlich. Ich hab schon fast damit gerechnet, dass diese Frage kommt. Nee, tatsächlich sind zwischen 60% und 80% unseres Traffics auch tatsächlich uhrzeitabhängig, weil diverse Internetseiten oder ähnliches keine IPv6 anbieten. Aber uhrzeitabhängig schwanken wir so zwischen 60% und 80%, was IPv6-Auslastung angeht oder Verwendung angeht.
was da zum Beispiel als Link irgendwie empfehlenswert wäre, grafana.hardico.de, das sind unsere Public Dashboards, wo man eben so Traffic-Statistiken und Ähnliches zum Beispiel sehen kann. Genau. Gibt es noch Fragen? Wir haben noch knapp 10 Minuten. Dann möchte niemand mehr Fragen stellen? Auch zu anderen Themen bezüglich Infrastruktur im Wohnheim, wie wir irgendwelche Sachen machen und so. Also ich weiß, es gibt einen anderen Austauschkreis für eigentlich so eine Thematiken, also Studentenwohnheimsnetze, klar. Aber wenn wir hier schon mal die Möglichkeit haben, uns irgendwie diesbezüglich auszutauschen, auch weil ich zum Beispiel weiß, dass wir in diesem Kreis seit vielen Jahren eigentlich nicht mehr irgendwie aktiv drin sind aus diversen Gründen, was sich vielleicht zukünftig ändern wird. Aber wenn da irgendwie Fragen sind, gern fragen, auch wenn die jetzt nicht direkt mit dem Talk zu tun haben. Ansonsten vielen Dank für deinen Vortrag. Und vielleicht hört man ein Update von euch irgendwie beim nächsten Mal. Wer weiß, wird die Zeit zeigen, denke ich mal. Dann vielen Dank und gerne irgendwie unter Daten erreichen, wenn ihr wollt. Wenn euch noch irgendwas einfällt, Feedback. Gut, Feedback geht auch übers Pre-Tikes. Und sonst kann man sich gerne mal irgendwie zum Weiterquatschen oder so mal auf einen Schunk oder sowas treffen. Vielen Dank.